Jo, was geht, meine lieben Freunde? Hedgecom zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir ja sehr viele SBCs in einem Video. Wir machen einmal die garantierte Bundesliga-Team und Season-SBC. Jeweils ein Bundesliga-Upgrade und Premium-Upgrade. Und die Top-Partie. Die Top-Partie machen wir auch noch. Und im Anschluss von diesem Clip kommt auch noch das Rest der Welt-Pack. Ja, 19 bis 10 sind wir, glaube ich, schon. Wilfried Zarb, bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich ihn machen soll. Ich überlege immer noch, 11 Stunden haben wir noch. Ich muss halt einen Team Season Spieler opfern. Und wenn wir ehrlich sind, guck mal, wir haben jetzt so Spieler wie Volland. Den kriegen wir auch jetzt durch das Daily Knockout Turnier. Boah, der ist zum Beispiel auch krass, wo ich sage, ey, ist ja so ein Upgrade, ja. Und ja, wir müssen ja gucken. Gucken wir mal, wen wir aus den Bundesliga Team Season Packs ziehen. Wenn das sowas wie Pavlenka oder Pavlenko, wie heißt der? Pavlenka, glaube ich. Ziehen, dann werde ich ihn vielleicht noch opfern, ansonsten nicht. Ich glaube, wir fangen mit der Top-Partie an, ja. Warum kam das gestern nicht als Video? Weil ich bin sehr enttäuscht von den Packs, ja. Okay, Prime Gold Spieler Set, wenn man alles abschickt, ist in Ordnung, aber dann hier ein Premium Gold Set und zweimal oder zwei Premium Gold Set und ein Gold Set. Come on, wie kann man so geizen, EA? Wie kann man so mit den Packs bei dieser Phase von FIFA noch geizen? Gib doch dann wenigstens zwei Jumbos und ein Premium Gold Set oder so, weißt du? Das auch nicht wirklich krass ist. Meiner Meinung nach. Ansonsten, 3 von 4 haben wir richtig prediktet. Real gegen Liverpool war eigentlich sehr offensichtlich. Rosenborg gegen Brand habe ich prediktet und Zürich gegen Bern. Bohemias gegen Schamrock nicht. Ich zeige euch jetzt im Hintergrund eine Prediction von mir für die nächste Woche, aber es werden nicht so viele Spieler dabei sein. Ich werde euch wahrscheinlich ein, zwei MLS-Spieler zeigen und dann ein paar kleinere Nationen auflisten, weil nächste Woche Länderspiel ist und die Saison ist ja vorbei und am besten kauft euch einfach ja, Spieler von den kleinen Nationen ein, wie, was fällt mir jetzt spontan ein, Panama, Haiti oder so. Ich habe es wahrscheinlich jetzt im Hintergrund aufgelistet. Und wir haben auch mit dieser Prediction bis jetzt 100.000 gemacht. Wir gucken mal ganz kurz rein, was wir alles verkauft haben. Letzte Woche 120.000, diese Woche ungefähr 100.000. Ist, denke ich, in Ordnung. Wir haben sehr, sehr viele Sachen verkauft. Sogar 105.000, wie wir gerade gesehen haben, ist ein bisschen hochgegangen. Und ja, erstmal Young Boys, habe ich ja prediktet. Guckt euch die Preise an, alles über 3,5. Dann Zürich über 3.000, zumindest manche für 3,3. Bronzespieler alle über 3.000, ist sehr, sehr nice. Young Boys ein bisschen mehr, 3,8. Zürich ein bisschen ja, weniger, ein paar hundert Münzen. Dann haben wir noch sehr viele von Shamrock Rovers gehabt durch die Bronze-Methode und Bohemian FC. Das habe ich alle für zwischen 1000 bis 1200 Münzen verkauft. Real Madrid waren ein paar Spieler dabei. Und Rosenborg hatte ich ja bediktet, die gingen ungefähr zwischen 2,5 und 3000. Ja, ungefähr sowas in dem Dreh. Ja, und ich hatte ungefähr 30 Spieler, glaube ich, von, wie ihr seht, von Shamrock Rovers und Bohemian FC durch die Bronzeweg-Methode, ja, krass. Rosenborg hier nochmal ein paar Bronzespieler und dann geht's hier so weiter. Und damit haben wir, glaube ich, 105.000 Profit gemacht, nicht schlecht, ja. Bin zufrieden, 730.000 ist unser momentaner Kontostand, haben aber noch 14 Spieler zu verkaufen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal in die SBCs rein. Zuerst in die Top-Partie. Bohemian gegen Shamrocks. Muss nicht viel erklären. Ja, zwei Spieler von Bohemian oder Shamrock. Kein Rating, 85 Chemie. Was habe ich hier gebaut? Man darf ja hier maximal drei Spieler von derselben Liga haben. Also holt euch ja irgendwas. Zum Beispiel die zweite und dritte Bundesliga und dann ein paar Deutsche. Ja, müsst ihr auch noch vier Goldspieler einbauen. Ganz, ganz einfach. Kriegt dafür ein Premium Goldset. Muss man nicht so viel erklären. Und dann geht es weiter zu Real Madrid gegen Liverpool. Ein Spieler von Real Madrid, ein von Liverpool. Zwei seltene Spieler, genau Gold, 5,8 Chemie. Vorne Premier League, hinten ja, La Liga Santander. Muss ich, glaube ich, auch nicht so viel erklären. Ne? Da kriegen wir ein Premium-Gold-Spieler sein, was nicht schlecht ist, 25k. Und gehen weiter zu Rosenborg gegen Brand. Brauchen ein Spieler von Rosenborg, ein von Brand. 7 Vereine, 72 Gesamtwertung, 90 Chemie. Was habe ich hier gebaut? Hinten die zwei Spieler von Rosenborg und Brand. Rest Argentinier von verschiedenen ja, Mannschaften. Wie hier gefordert, 7. Und dann ist das auch erledigt. Sucht euch einfach eine Nation raus, wo ihr auf 72 Chemie kommt. Und dann passt das auch. Premium Goldset, wie gesagt, nicht die besten Packs diesmal. Finde ich echt ein bisschen schade. Drei Spieler von Zürich.
oder Young Boys, zwei selten, 70 Gesamtwertung, 80 Chemie. Ja, drei Spieler von der Schweizer Liga und der Rest von der österreichischen Liga. Dann passt das hier auch von der Chemie und vom Rating her. Und dann haben wir auch für diese Woche Top-Partie erledigt. Ja, ich denke, wenn ich das gestern so als Video gebracht hätte, wäre es ein bisschen unnötig gewesen, weil wenn wir nicht richtig krassen Pack-Luck hätten, hätte ich euch nichts Gutes zeigen können. Aber so haben wir ja ein paar mehr Packs am Start. Dann würde ich sagen, habe ich schon einen Upgrade-Pack vorbereitet. Dann haben wir hier noch ein Premium-Bundesliga-Upgrade-Pack. Und ich muss sagen, ich habe von beiden Packs, boah, ich weiß nicht, bestimmt schon 20 Mal ist gespammt und ich habe bis jetzt immer noch kein Team of Season gezogen. Das ist schon ein bisschen krass. Bundesliga Team of Season Pack haben wir hier. Warum ein Team of Season Spieler, zwei von der Bundesliga, 82 Gesamtwertung, 65 Chemie. Ich werde hier Partey, ja, abgeben. Ich werde ihn wahrscheinlich nie gebrauchen. Er sieht auf den ersten Blick sehr, sehr gut aus. Ihr denkt erst, oh, 5 Werte über 80, sogar 1 über 90, 1,85 groß. Aber wenn man genauer hinguckt, Pace ist nur okay, jetzt sage ich mal für einen ZDM-Spieler. Schuss ist nicht wirklich gut, außer Schusskraft. Passen ist, sagen wir mal, noch okay. Flanken ist nicht so gut. Kurzpass ist okay, langer Pass ist okay. Effekt ist scheiße zum Beispiel. Tripling sieht sehr unbeweglich aus, wegen der Balance zum Beispiel. Ruhe nur 77. Defense ist okay. Und Physis sieht sehr, sehr gut aus. Aber ich habe ja Petit und Vieira. Da werde ich ihn, glaube ich, nie einsetzen, weil die beiden einfach meilenweit besser sind, ja, als er. Und das ist das Team, was ich abgebe, sehr, sehr günstig. Brauchen wir nur 82 Rating. Dann würde ich sagen, schicken wir es ab. Haben dann auch hier das Pack fertig. Und bin mal gespannt, wie wir diesmal ziehen können. Ob ich Sarah mache, gucke ich noch. Und wie gesagt, im Anschluss denke ich noch den Rest der Welt Pack mit reinhauen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal direkt Pack-Opening hier. Pack-Opening am Start. Fangen wir mit Goldset an. Wie gesagt, diese Woche bin ich wieder zufrieden. Hab sogar nicht investiert. Ich habe euch ja die Prediction gezeigt. Aber hab verpeilt zu investieren. Wollte am Montag noch investieren. Und hab gesehen, Digga, die Preise sind unnormal schon gestiegen. Irgendwie nichts mehr für unter 1000 bekommen. Das ist, wie gesagt, eine Methode auch durch Top-Partie noch Münzen zu machen. Entweder dadurch, dass ihr die im Hype verkauft oder ja, wie ich das mache, ihr behält sie im Verein und wenn sie gebraucht werden, verkauft sie die dann, ja. Geht auch. Also, Kollege macht das meistens mit dem Hype-Verkaufen. Mich hat auch ein Abonnent bei Instagram angeschrieben, der sagt, oh cool, ich habe es mal angewendet, mal deine Prediction oder einmal gemacht und der hat, ja, über 100.000 gemacht. Also, ja, es läuft eigentlich ganz okay und ich fahre halt diese Linie. Ich musste zum Beispiel auch gar nichts mehr machen, weil ich schon am Anfang von FIFA oder Mitte von FIFA so viel gemacht habe, dass ich so viele Spieler im Verein habe. Ja, dass ich meistens, selbst wenn ich wie diese Woche nicht investiert habe, trotzdem irgendwie, ja, 100.000 Profit machen kann. So, und dann würde ich sagen, letztes Premium Gold Set. Deswegen hätte ich euch das als einzelnes Video gezeigt. Sehr langweilig, ich ziehe ja gar nichts. Sag das gerade und ziehe eine Leinwand. Brasilien, Stürmer, ja, Jonas, 84er ist okay, ist in Ordnung, sind ja alle ziemlich stark gesunken, kann man überlegen zu investieren, wer noch Bock hat, aber ja, nächste Woche ist ja auch schon World Cup Mode, ja, der World Cup Mode draußen, ich muss auch selber noch überlegen, ja, ob ich noch Spieler kaufe oder investiere oder die Münzen, die ich oben habe, für den World Cup Mode jetzt behalte. Ich würde sagen, wir machen als nächstes das Premium Gold Set Bundesliga auf, come on. Da muss doch noch was kommen. Digga, ich ziehe ohne Scheiß aus den Packs gar nichts. Ich habe jetzt schon auch angefangen mit den Gold-Upgrade-Packs, also wo man nur zwei seltene Spieler bekommt, das mal zu machen. Das lief ein bisschen besser, aber auch da immer noch kein, ja, Team of Season-Spieler gezogen. Das ist das Einzige, warum ich diese Packs hier vorbereite oder mache, um einen Team of Season-Spieler von der Bundesliga zu ziehen. Come on, EA. Jetzt live on camera. Gib mir ein bisschen Pack-Luck. Live on camera. Nicht mal eine Leinwand, Digga. Nicht mal eine Leinwand. Ja, das ist ja von Schalke. Nastic. Oder Nastasic. 80 Rating. Ja, ja, ja. So, dann gehen wir weiter zum Premium Gold Spieler Set. Come on. 12 Spieler, 10 Gold, 3 selten. Sehen wir nochmal ein dickes Pack. Aber nein, es ist ein flaches Back und mit sie Mama Mia, sieh mir.
Mama Mia, Alter. 25k-Pack und so ein Müll. Läuft. Dann gehen wir weiter zum 45k-Pack. Da muss doch mindestens eine Leinwand dabei sein, ja? Komm schon, EA. Mach doch nicht. So, mega Auge jetzt. Digga. Oh mein Gott. Oh mein goodness. Ich meine, das müsst ihr mir auch mal, sag ich mal, gut schreiben. Über das ganze FIFA, wenn ich nichts gezogen habe, habe ich meistens auch nicht gemeckert, Freunde. Also ich habe nie wirklich dann über meinen Packlack oder so dies, das gemeckert. Rubisch hat als einziges Meckert ist immer das Gameplay. Aber ja, schnack mir jetzt nicht so lange. Bundesliga Team of Season, Pack Easter. Ja, ich weiß nicht. Ihr wisst, wen ich alles haben möchte. Ich habe schon gesagt, Roy zum Beispiel. Leber wäre interessant. Bailey wäre interessant. Aber wer auch noch, sag ich mal, von den günstigen für mich sehr interessant ist, ist er, glaube ich, von Schalke, der Rechtsverteidiger. Wie heißt er? Caliguri, irgendwie sowas. Der sieht echt interessant aus. Wenn ich ihn jetzt hier nicht ziehen sollte, vielleicht hole ich ihn mal mit, ja, für die vorerst letzte Weekend League. Ich werde, denke ich, danach erstmal Pause machen, beziehungsweise World Cup Mode spielen, weil ist einfach mal nötig, Freunde. Dieser Modus ist einfach zu krank, dieser Foot Champions Modus, die Weekend League. Und dann würde ich sagen, schnack mir nicht lange, let's go. Come on, EA, please. One time. Komm schon. Deutschland, bitte! Stürmer! What? Nein, nein, ist nicht schlecht. Ich dachte, das wäre gut. Gnabry ist nicht schlecht, Digga. Wenn ich es jetzt so angucke, ist der nicht schlecht. Oder? Digga, 97 Pace, 93 Dribbling, 93 Schuss, 90 Passen, 83 Physical. Ey, das ist nicht schlecht, oder? Ich denke, das reicht nicht für die Startelf, aber als Joker oder beziehungsweise im Fun-Team? 1,75, bisschen klein, hoch, mittel, okay. 4 Sterne, Spezial-BB mit 3 Sterne, Weakfoot. Jetzt gucken wir mal rein. Boah, Pace sieht echt krass gut aus. Schießen sieht echt krass gut aus. Passspiel sieht eigentlich auch ganz gut aus. Effe fehlt ein bisschen. Dribbling sieht ganz gut aus. Ruhe nur, sag ich mal, bei 80. Defending ist unwichtig. Und Physical sieht auch diesen aus. Also ganz ehrlich, es sieht echt diesen aus. Den werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, Freunde. Ja, warum nicht? Ich denke, ich habe 2 okay Spieler gezogen. Ah ja, Wendell kann ich auch schon mal sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Wendell gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss sagen, der ist wirklich ultra schnell, sehr beweglich. Und das Einzige, wo ich sagen, warum nicht ein bisschen mehr, ja, Abschluss? Hätte ein bisschen besseres Schießen. Digga, wäre der ein Monster-Linksverteidiger. Auf jeden Fall muss ich sagen, der ist besser als Gaia schon mal. Kann ich schon mal so viel sagen, der ist besser als Gaia. Die Frage ist, habt ihr Bock? Vielleicht mache ich das so, dass ich jetzt den Gnabry, Wendell und andere Spieler, die ich noch nicht ausprobiert habe, hier für den Volland, ja, da eine Folge mache. Habt ihr da Bock? Da vielleicht wieder eine Folge, wo ich ein Fun-Team baue und ihn erspiele. Weil ganz ehrlich, den werde ich nicht einsetzen in der SBC, weil der sieht saugut aus von den Werten her. Und dann würde ich sagen, schnack ich nicht mehr so lange. Gehen wir ins zweite Clip, wo wir das Rest der Welt SBC Pack aufmachen. So, Freunde, wir sind zurück mit dem Rest der Welt 19 bis 11 Team of Season Pack. Wir sehen ihn im Hintergrund. Ja, wir brauchen einen Team of the Week Spieler, 84 Rating, 80 Chemie. Das ist, glaube ich, genauso dieselbe Voraussetzung wie letzte Woche. Lohnt sich die SBC, wenn ihr untauschbare Spieler habt wie ich? Sorry, meine Haare ein bisschen broke, war gerade eben mein Fitness. Dann lohnt sich das. Wenn ihr keine Untauschbaren habt, dann ja, macht ihr aber auch nicht viel Verlust. Die SBC kostet euch, glaube ich, 55.000. Die meisten Spieler sind zwischen 55.000 bis 70.000 Münzen wert. Also ihr könnt eigentlich theoretisch auch sogar ein bisschen Plus machen. Ich habe hier viele Untauschbare, zum Beispiel Birki untauschbar, Piszczek untauschbar, Koke untauschbar. Ich glaube, die einzigen, die tauschbar sind hier Rufier und Bakker. Ja? Die kosten mich jetzt vielleicht 23.000, 24.000, sogar weniger, wahrscheinlich 22.000. Ja, Rest untauschbar, von daher lohnt sich das für mich. Ja? Dann würde ich sagen, schicken wir das ab. Wen wir da ziehen, ist eigentlich, wie gesagt, fast egal. Die sind ungefähr gleich gut, ungefähr gleich viel wert. Ja, ist jetzt kein Spieler dabei, der man sagen kann, boah, der ist ja richtig viel wert oder ist richtig OP. Außerdem habe ich die Saar SBC doch abgeschlossen. Ja, ich zeige euch im Hintergrund die zwei Teams, die ich abgegeben habe. Einmal mit Adan. Ich denke, er wird De Gea nicht ersetzen können. Die restlichen Spieler hier, wie ihr seht, sehr, sehr günstig.
alle für Abschluss wahrscheinlich. Das zweite Team, was wir abgegeben haben, auch, ja, sehr, sehr günstig. Ich glaube, da sind sogar viele untauschbare Bundesligaspieler dabei. Jaja muss ich reintun wegen Elfenbeinküste und eine rote Karte, aber sonst, ja, auch sehr, sehr günstig. Kriegen dafür aber, wie gesagt, sehr, sehr gute Packs, ja. 50k Pack und ein 25k Pack. Dann würde ich sagen, dann machen wir noch ein letztes Pack-Opening hier mit 4 Packs. Nochmal hier, ja, 2 Spieler von der Top-Partie, die wir verkauft haben. Nicht schlecht, wie gesagt, über 100k gemacht. Ich bin zufrieden. Und dann gehen wir so die letzten 4 Packs. Wir fangen mit einem 2-Sätten Goldspieler-Set an. Habe ich eben gemacht noch, so auf lustig. Und ziehen hier direkt eine Leinwand. Vielleicht ist das besser als das, die normalen Bundesliga-Upgrade. Das ist wieder Baumann, Alter. Warum kommt da nie neuer? Nie kommt da neuer. Baumann ist aber, denke ich, okay. 83er, den wir wieder von der SBC abschicken können. Und dann geht es weiter mit dem, ja, 25k Pack, ja, von der Saar SBC. Ja, ich möchte das irgendwie dann doch nicht bereuen, weil viele mir den empfohlen haben. Und wir haben noch viele Chancen, einen Team of Season Spieler zu bekommen, for free. Deswegen habe ich es abgegeben. Und wir kriegen, wie gesagt, sehr, sehr gute Packs und ziehen hier. Ja, ich dachte, Koke, wir ziehen Saul. 83er. Ist in Ordnung, denke ich, aus dem 25k Pack. Ja, kann man so irgendwie mitnehmen. Dann geht es weiter mit dem 50k Pack. 12 Goldspieler, 12 seltene Spieler auch dabei. Come on, nochmal eine Leinwand. Let's go. Come on. Portugal. Hahaha, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das wäre auch zu schön gewesen, Freunde. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir hier jetzt einen Cristiano Ronaldo ziehen. Ja, aus dem 50k Pack. Sieht okay aus, ist aber auch jetzt nichts mega krasses dabei, muss man so sagen. Und ja, jetzt kommen wir zum letzten Pack. Wie wir da ziehen, ist eigentlich fast egal. Ich mach's einfach auf. Mal gucken, wer da rauskommt. Ich weiß gar nicht, wer alles dabei ist. Glaube ich, Brahimi, Kokorin. Wer noch? Keine Ahnung. Argentinien-Stürmer. Ferreira. Wahrscheinlich einer der schlechteren. Weil seine Stats sehen für ein Team Season Spieler von 90 Rating nicht wirklich geil aus. Außer 93 Schuss ist der Rest eigentlich eher Standard, ja. Für ein Team Season Spieler eher Standard und kostet, ja, unter 70. Also wahrscheinlich 60 sogar, ja. Unteren. Einer von den günstigeren. Ah, es gab so viele gute eigentlich, ne? Ich glaube, Brahimi, Malcolm, dies, das gab es dabei und wir ziehen den hier, den ich wahrscheinlich verkaufen werde. Mal schauen, ich weiß es noch nicht. Erstmal den Verein speichern. Und dann war es im heutigen Video. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ja, wen habt ihr gezogen? Und schreibt mir mal in den Kommentaren, was findet ihr besser? So ein Video wie heute, dass ich alles auf einmal zusammenfasse in, ich weiß nicht, wie lange ich brauche, 15, 16 Minuten. Oder lieber zwei Videos, zum Beispiel gestern irgendwie Top-Partie, 8 Minuten. Und dann heute mit den anderen Packs, 8 Minuten. Einfach so aus Interesse, damit ich das Bescheid weiß. Und ja, soll ich das aufnehmen? Ich denke, ich werde es machen. Da habe ich schon 2 Spiele gemacht. Dass wir den hier spielen, den guten Boy Volland. Ich werde, denke ich, da ein cooles Team zusammenbauen mit Gnabry und Zaha. Und dann schauen wir mal, was wir da reißen können, diesen Turnier. Und dann würde ich sagen, das war's vom heutigen Video. Danke fürs Zuschauen, wie immer. Daumen nach oben, würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!